Frage euch jetzt, wie man einen Schmuckhalter bzw. einen Ohrringhalter basteln. Dazu braucht ihr einfach eine Leinwand, dann Styroporleisten, die bekommt ihr in jedem Baumarkt, Servietten, Messer zum Schneiden, Bastelkleber und dafür dann auch einen Pinsel. Zur Fixierung nehme ich Kreppband, muss aber nicht sein, man kann auch die Geduld aufbringen und trocknen lassen. Ja, dann fangen wir mal an, ne? Und zwar, nehmt ihr euch die Leiste, guckt, wie ihr sie anordnen wollt. Ich habe das jetzt schon mal vorbereitet. Und zwar hätte ich sie gerne schräg. In etwa. So. Dann erstmal grob festkleben. Muss jetzt nicht perfekt sein, es kommen ja noch ein paar Servietten drüber, so wie man es jetzt kein Fehlerchen ist. Wenn wir hier jetzt keine Stunde warten, ist gut, dass das hier getrocknet ist. Dann ist das nicht mehr, also ich habe gar nicht so viel Sirup. Schärfen wäre natürlich auch nicht viel schlecht, das habe ich eben vergessen. Auch kann ich schneiden und kann ich reißen. Relativ flott, liegt egal. So. Und dann habe ich jetzt auch schon mal vorbereitet: einmal Bastelkleber mit Wasser gemischt. Zu leichteren Auftragen. Dann nehme ich solche Pinsel an, kommt mit einer Ecke an und dann nehme ich mal eine Ecke an, dann kommt das schwarze Pinsel ab und dann alles ein bisschen durchgehen. Was ich gerne tue, das ist die Helle vergessen, weil ich die Flasche vergessen habe. Zwei Styroporbahnen und habe hinter diese Leiter eine Holzplatte geheftet, wo ich dekorative Schrankknöpfe reingeschraubt habe als Ketten und Armbandteile.